Guten Tag und willkommen zurück hier bei Mario Strikers Battle League Football. Ich wollte fast Charged Football sagen, leider nicht. Aber okay, lass uns erstmal dieses Spiel zu Ende spielen. Und vielleicht spiele ich dann auch noch Charged. Mal schauen. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal mit dem Turbo-Pokal weiter. Und da möchte ich auf jeden Fall wieder Donkey Kong nehmen. Donkey Kong war nämlich ziemlich geil. Von Wario war ich jetzt nicht so überzeugt. Wir bräuchten vielleicht irgendjemanden mit hohem Tempo. Toad wäre eigentlich ganz geil. Nur, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Lass uns mal Bowser nehmen. Ich glaube, Bowser ist echt ganz geil. Und dazu nehmen wir dann noch Mario und Luigi. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, wir bräuchten eigentlich jemanden mit hohem Tempo. Wäre zwar gut, aber zwingend nötig ist es jetzt nicht. Und da müssen wir eigentlich schon Rot nehmen, ne? Moment mal, habe ich schon wieder verkackt? Ach Mann, ey. Ja, dass dann nicht mit Ausrüstung gewählt wird, nervt ein bisschen an. Weil wenn man sich einmal Ausrüstung zusammenstellt und dann das auch benutzt, finde ich, sollte man auswählen müssen, dass man ohne Ausrüstung spielen muss oder möchte und nicht umgekehrt. Ja, cool. War wieder mein Handy. Sorry dafür, falls man es gehört hat. Ich stelle es mal eben aus. So, nicht, dass, wenn man sich Ausrüstung zusammengestellt hat, dass man auswählen, beziehungsweise auch, wenn man einmal damit gespielt hat, dass man dann auswählen muss, ja, ich möchte die wieder benutzen. Aber gut, vielleicht gewöhne ich mich ja mit der Zeit daran und dann wird es vielleicht gar nicht mehr so schlimm sein. Obwohl man das dann ja bei jedem Charakter auswählen muss, ne? Das muss man ja auch noch bedenken. Wenn man... Achso, ich wollte gerade sagen, ich find's cool, wie die Stadien gut zueinander passen, aber... aber der Kreis ist ja immer in der Mitte. Egal. Man muss auf jeden Fall, wenn man sich mehrere Ausrüstungen zusammengestellt hat, das immer auswählen und das dann für... Ja, nee, wäre es ein anderer Charakter gewesen, wäre der vielleicht reingegangen, aber bei Peach nicht. Und dann muss man jedes Mal... Alter! Also man merkt direkt, dass der Schuss krass ist. Jedes Mal muss man dann die Ausrüstung auswählen, das ist ein bisschen crappy. Man muss sogar zielen, wohin man mit dem Ding schießen will, oder was? Jawoll, schön! Ach komm. Das wäre jetzt aber auch verdient gewesen, da einen Tor zu erzielen. Nein, du sollst ihn wegschießen, also wegkicken. Ja, schön. Ja, schade. Ich hätte zu Bowser passen müssen. Er hat es ja gerade so extrem gut angeboten. Hau ab. Zu Mario. Ja, schön. Jawoll. Richtig schön das Item eingesetzt. Zeit genommen, Zeit gelassen. Und dann geht so ein Ding auch rein. Jawoll. Schönes Ding, Mann. Direkt 2-0. Das schmeckt. What?
Ja, Mann, das fühle ich gerade. What the hell? Ja, okay. Boah, Alter! Diese Schusskraft von Bowser. Die ist krank. Und ich glaube, da reicht die Kraft von Donkey Kong auch voll aus. Ich wollte ihn eigentlich... Egal. Ja, schön. Ich wollte ihn eigentlich in den Elektrozaun reinboxen, aber okay. Jawoll, schönes Ding, Bowser. Und da hat jetzt auch die Schusskraft von ihm richtig überzeugt. Hau ab, Peach. Ja, schade. Hau ab. Oh. Oh, wir haben die Strikers-Kugel bekommen. Ich dachte so, ja, die kriegen wir sowieso nicht. Aber doch. Es war mal orange. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Aber auf jeden Fall besser, als einmal den grauen Bereich zu treffen. Ach komm schon, Mann. Ich komme irgendwie nie an den Ball. Wenn ich, nachdem ich einen super Schuss gemacht habe. Hau ab. Schön. Ja, Mann. Du darfst dich zu Recht geil fühlen, Bowser. Richtig schön. Hopp. Und? Nein. Mir fällt gerade auch auf. Man kann immer noch den Ball aufladen. Nur ich weiß nicht mehr, ob das auch für passen gilt. Oder, ja, nee. Es gilt nur für den Schuss. Okay, schade. Weil bei Charged war das ja so, dass man den Ball auch durch... Lass mich doch zum... Ach, Mann. Dass man den Ball auch durch Passen aufladen konnte. Jawoll, schön, Mario. Bowser, Bowser, Bowser. Jawoll. Schön. Richtig gut. Jawoll, guck mal. Dann läuft so ein Ding auch. Apropos Laufen, deren Spezialschuss sollte jetzt eigentlich ablaufen. Ja, Mann, schön. Hau ab. Habe ich vorausgesehen, dass du dahin willst. Bowser, nochmal. Schade. Ich wollte eigentlich nochmal einen Spezialschuss ausführen. Aber okay. 5-1. Bin ich zufrieden mit. Ja, aber eben bei der Striker-Kugel, ja, war ein bisschen uncool, dass ich da nicht Luigi bekommen habe. Ich glaube, Luigi stand dran. Ich wollte erst Mario sagen, aber ich glaube, Luigi stand da dran. Und ich wollte dann mit Luigi dahin lenken, habe dann einen anderen Charakter bekommen und bin stattdessen davor weggelaufen. Das war ein bisschen kacke. Aber okay. Spiel 2.
Der Helm von Bowser sieht cool aus. Holy shit. Ab. Aber unser Bowser ist cooler. Geil, Alter. Also ich glaube, Bowser behalte ich auch. Seine Schusskraft ist echt verdammt geil. Ja, wir sehen jetzt auch das erste Mal einen Waluigi. Nimm dir den Ball. Danke, Bum Bum. Hier und was? Okay, ja gut, dann halt nicht. Scheiße. Ja, schön. Jetzt aber Luigi. Zu Bowser? Zu Bowser? Jawoll. Alter. Was zum Teufel? Wie krank ist er? Ja, schönes Ding. Donkey Kong. Bowser, schade. Bowser, Alter. Viel zu gut. Alter, was? Ich werde Bowser sowas von behalten. Ich werde den sowas von behalten. Der ist ja mal ultra geil. Ja, schön. Alter. Der Panzer. Nein, mach ihn nach vorn zu Bowser. Ah, schade. Mann, ey, ich wollte unbedingt mal mit Bowser schießen. Oh, schön geschossen, aber leider nur Lattentreffer. Hallo. Ich wollte halt zu Bowser wechseln, nur wollte irgendwie nicht. Das Game hatte keinen Bock. Oh, was? Ja, okay. Jetzt haben wir aber zumindest mal... zumindest mal die Strikers-Kugel vernünftig bekommen können. Sogar zum zweiten Mal im Match. Sehr geil. Und auch Items, um hier vernünftig unser Ding durchziehen zu können. Jawoll! Der andere Bowser merkt, dass wir einfach den besseren Bowser haben. Okay. Let's go. Oh, ab. Bowser. Let's go. Schade. Dürfen wir auch mal aufs Tor schießen oder nur gegen andere Leute? Was? Mario, schönes Ding. Ja. Nein. Ich bin irgendwie immer so unkonzentriert, wenn ich die Spezialschüsse ausführe. Mega kacke. Ah, schade. Ja. Und da mal einen Gegentreffer. Oh, nee, Mann. Nee, Alter.
Warum der Knoblauch? Ja, aber noch eine Striker-Kugel. Ah, schade. Er hat aber auch jetzt nicht die Richtung dafür gewählt, die ich eigentlich haben wollte. Für die Banane. Schön. Warum kickt der ihn einfach nach vorne? Der Vollidiot. Ah, schade. Ich wollte nochmal schießen, aber... wurde leider nichts. Ja, Mann, Bowser. Sogar mit der Hand gespielt, Alter. Also habe ich es doch richtig gesehen. Geil. Ihn juckt's auch gar nicht. Er denkt sich so, nö. Wenn es keine Regeln gibt, scheiß drauf. Genauso wie Wario, der den einfach nur trägt, den Ball. Möchtest du mit dem nächsten Spiel fortfahren? Jo. Gegen die Cyclones. Achso, können wir eigentlich auch neue Trikots freischalten? So Farben? Wenn nicht, dann wird das wahrscheinlich eins der nächsten Updates sein, ne? Schätze ich jetzt mal. Weil weiß hätte ich eigentlich auch Bock. Oder schwarz. Ja, alles klar. Sorry dafür. Heute läutet alles. Leider. Hau ab. Ah. Boah, Alter, ich will jetzt nicht verkacken. Ich stell mich so dumm an. Eigentlich wäre jetzt schon ein Los gerechtfertigt. Hau ab. Boah, Alter. Darf ich jetzt auch mal was machen, ja? Jawoll! So ein Durcheinander, dass sogar der Torwart hinterher nicht mehr wusste, wo zum Teufel der Ball sein soll. Oh mein Gott. Aber da habe ich jetzt auch richtig hart gekämpft. Bowser hat nach links oben geschossen. Der ist dann gegen Waluigi, war es glaube ich, geknallt, der Ball. Und... so dann Donkey Kong geraten, der richtig gut stand. Jawoll, und wenn der zu Bowser rübergeht, dann weiß man eigentlich schon, jetzt fällt ein Tor. Jetzt läuft's aber auch. Tschüss. Nein. Ich weiß nicht, warum niemand meiner Teammates sich die Strikers-Kugel nicht holt. Ah! Oh. Schade. Komm, Bowser. Ach, Mann, ey. Irgendwie kriege ich keinen vernünftigen Ball auf ihn. Mhm, okay. Da stand Donkey Kong wieder richtig gut. Erstmal schön Torwart ausgenockt wieder durch die Kraft von Bowser und dann einfach das Ding reingezimmert. Geil. Hau ab. Hier drüben, genau. Schön. Was? Wolltest du Luigi? Aber okay. Dann halt nicht. Bowser, jetzt aber. Junge! Ja, ich wollte zumindest die Strikers-Kugel haben.
Haut doch mal ab. Alter. Ja, komm, 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 komm. Schön. Let's go, Luigi. Ich glaube, sogar das erste Tor in diesem Turnier für Luigi. Aber für den Hyperschuss sollten wir echt öfter zu ihm passen. Weil ich habe gerade richtig fett gemerkt, wie diese größeren Balken mega easy zu treffen waren. Luigi? Schade. Richtig schade. Komm schon, Luigi. Jetzt aber. Jawoll. Richtig schön ausgespielt. Und verdient. Das würde ich gerne nochmal sehen. Was? Ach komm, Alter. Als ob er nicht so weit zurückgeht, dass man das sieht, wie ich nochmal an ihm vorbeirenne. Während er mich tackeln will. Ah, okay. Nehm das... Lol. Ich nehme das Ganze ja zum Glück auf. Also... Ja, okay, nice. Und jetzt geht Luigi richtig ab. Also kann man sich das nochmal hinterher anschauen, wollte ich gerade sagen. Jetzt geht Luigi richtig ab. Jetzt rastet er aus. Ein perfekter Hyperschuss. Absolut unhaltbar. Luigi. So geil. Hallo? Hier? Hau ab. Ja, schade. Ja, könnt ihr euch mal verpissen, bitte? Alter, was soll das? Komm, Bowser. Ja, schön. Komm, hier nach vorne. Ah, schade. Boah, war das eine Arschaktion. Was? War er da gar nicht mehr am Ball? Schade. Ach Mann. Dass ich da nicht mehr einen Hyperschuss ausführen darf. Echt schade. Aber gut, was soll's. 8-1. Kann sich wirklich gut sehen lassen. Also, 8-1 ist schon krass. Und hätte ich auch nicht gedacht jetzt im Finale. Ja, schönes Ding. Glückwunsch, Turbo-Pokal gewonnen. Plus 400 Münzen. Aber ich finde, also man hat schon gemerkt, dass die Gegner schneller waren. Aber jetzt nicht so heftig, oder? Oder habe ich das einfach nur gut gespielt? Deswegen konnten die das kaum zeigen. Naja. Vollkommen egal.
Wir haben den Turbo-Pokal gewonnen und holen uns dann auch im nächsten Part den Muskelpokal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dann wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.